Ja, und ich weiß, jeder wird sagen, ja, du kannst für die United States Championship gehen. Also, du kannst die United States. Du kannst. Wie sagt man das? Du kannst. Also, wir müssen uns diesen Spot verdienen da halt. Aber lasst euch was gesagt haben. Mein Resümee spricht für sich selber. Ich habe jeden Raw-Teil gehalten. Ja, und wir können jetzt auch eigentlich den United States Championship Titel jagen. Also Big Show, wenn du zuhörst, wie wär's, wenn du mir eine Title Opportunity gibst, also eine Möglichkeit, eine Chance? Ich trete gegen dich an, wann immer du willst, wo du willst und in jeder Matchart. Und ich gebe dir jeden Bonus, also jeden Vorteil. So, was sagst du? So, das ist es, Joe. Du hast nichts zu sagen. Jo, da ist er. So. Er sagt, vielleicht ist was mit seinen Ohren falsch. Er meint, wir sollen nicht so überheblich sein, nur weil wir so Leute wie Rey Mysterio geschlagen haben. Er meint, er wiegt halt 500 Pounds und er isst so große Sachen wie Rey Mysterio zum Frühstück. Ja, bla. Ja, mein, wir sollen uns auch nicht so was Besonderes halten, nur weil wir jeden Raw-Titel gehalten haben. Hier, das ist SmackDown hier. Na. Also wir sind über etwas, also wir haben in etwas recht gehabt. Wir verdienen kein Match, weil wir es noch nicht verdient haben. Also, ja, so. Ja, dann fragen wir, was sollen wir machen, damit wir einen Titel-Spot uns verdienen können. Oh, for starters. Wir müssen erstmal anscheinend Heidenreich besiegen. Jetzt hat er irgendwas gesagt, weil ich nicht mehr gelesen habe. Na toll. No DQ-Match. Krasse Scheiße. Ich habe die Storyline doch schon gespielt. Ist egal. Ich weiß eh nicht mehr, was da drin alles vorkommt. Ich glaube, da war noch Orlando Jordan dabei, der da dazukommt. Aber ein DQ-Match ist auch. No DQ-Match ist auch gut. In your face! Doch nicht. Naja, Lucha's Press. So. Hahaha. Das finde ich zum Beispiel bei den neueren Spielen besser, dass man, wenn man was unter dem Ring Apron was herholt, dass man auswählen kann, was man holt. Das wäre ganz praktisch hier. Ist da mit Schlagring? Ja, wenn jetzt nicht rauskommt, dann müssen wir halt raus. Oder auch nicht. Wow. Oder hat er jetzt ihn jetzt sich weggeschnappt? Anscheinend ja, wa? Ja, ist anscheinend weg. Er ist schon blau. Sein Momentum. Nochmal ein Feuerlöscher. Nochmal ein Feuerlöscher, ey. Hey, wo ist er hin? Der Feuerlöscher. Unser neues. Ein Pipe. Ein Rohr. Und er blutet. Jawohl. So, wir machen mal Brainbuster. Und Brainbuster! 53 und dann noch ein Moonsault. Und dann reicht er doch. Oh, da kommt er auch. Auch gut. Och man! Ich wollte doch gerade Content. Oh, Loblo. Tritt. Und Momenteschiff zurück. Hä? Ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, das ist ein Fehler. Das ist nämlich bei WWE The Reckoning 1 auch so. Wenn man zweimal. Sieht so aus, als würde der Gegner zweimal sein Momentum Shift einsetzen, aber in Wirklichkeit habe ich meinen zurück eingesetzt und werde aber trotzdem von ihm geschlagen und wird wieder zurückgetauscht. Also da muss ein Fehler herrschen. Das kann ja nicht sein. Oder er hat wirklich sein Momentum Shift zweimal eingesetzt, was eigentlich gar nicht geht. Ja. Hat er im Prinzip zweimal getauscht. Also da müsst ihr mir mal schreiben, ob ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr das Spiel überhaupt schon mal gespielt habt. Oder ob das jetzt nur auf dem Emulator so ist. Oh, nee.
Jawohl, rausgekommen. Boah! Oh, der Lariat! Na! Vor allem, warum haben wir auf einmal. Mein Gott! Auf einmal, orange Beine. Gibt doch nicht. Er ist so schön. Der steht gerade wie so ein Boxer. Erstmal hier raus hier. Oh, ich kann nicht raus. Also, ich kann nicht rausspringen, dann mache ich so. So, warte, warte. Oh nein, 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 nein. Ey, da fehlt ein Kommentatoren-Table. Oder ist das nicht in jeder Arena? Ja, also es gibt ja Raw-Arenen und Smackdown-Arenen. Und bei Smackdown-Arenen sind ja hier normalerweise zwei oder ein Tisch und ansonsten sind die hinten. Bei der Entrance-Stage. Och man. So, jetzt Diamond-Sucker. Through the table! Und ich mach gleich nochmal einen Black Hole Slam. Das ist nämlich cool. Na, jetzt muss er auch nochmal aufstehen, ey. Steht ja nie auf. Danke. Zack, one. Ab geht er. Och, Mann. Na, das war ja was. Ah, gekontert. Ey, gibt doch nicht. Der reverselt immer unsere Whip-Ins. Aber jetzt. Oh Mann! Nee, fick dich. Ja, jetzt ist unsere Chance, unsere Chance. Der ist total K.O., der Man. Oh Mann! Ich kann ihn reversen, wenn er total K.O. ist. Na komm. Nicht komm. Ey, gib doch nicht, ne? Och Mann, ey. Ich probiere es nochmal. Also, aufheben und. Einmal ab dahin. Jetzt aber. Nee. Wollte ich das nicht. Ich wollte den Black Hole Slam. Nochmal probieren. Jetzt. Was? Hä? Wo macht der Black Hole Slam nicht? Auch egal. Schiri liegt eh. Du jetzt den scheiß Black Hole Slam machen. Weil den habe ich ihm nicht weggenommen. Kann doch nicht wahr sein. Nee. Auch schön. Och Mann, ey. Ja, dann halt nicht. Komm jetzt her. Mach ich einfach fucking Arrow. Und dann reicht es auch. Dann habe ich auch keinen Bock mehr hier. Auf ihn hier. Wie Break? Ist das nur der Q? Macht Break gar keinen Sinn. Nochmal probieren. Bam! Fucking Arrow! One, two, three. Also eigentlich ist er bloß ein Mitchie noch Driver. Denke ich. So, wir haben gewonnen. Hey! Danke. Sexy Girl. So, speichern. Und continue. The Big Show Benefit Plan. Also der Big Show Vorsorgeplan oder Wohltätigkeitsplan, keine Ahnung. Ja. Ja, wir haben Heidenreich besiegt, sagen wir. Ja, wir fragen jetzt nach einem Title Match. Oder wir fordern ein Title Match bei Armageddon. Und wir sollen kurz warten, sagt er. Ja, ich meine, wir haben, nur weil wir Heidenreich besiegt haben, haben wir noch keinen Title Shot verdient. Und wir haben einen langen Weg vor uns, sagt er. Nein, nein, nein. Zum Beispiel, du kommst hier einfach her und stellst Forderungen, obwohl du nicht mal dein Handicap Tables Match gewonnen hast heute. Und er fragt mich, hä, welches Handicap Tables Match? I don't have it. Und dann ist Orlando Jordan und Heidenreich. Und attackieren uns. So, du kennst Orlando und Heidenreich. Ja, du hast es richtig getan, wenn du, als du dich gegen mich verschworen hast, den größten Superstar
in SmackDown History, in der Geschichte von SmackDown. Sehr schlaue Aktion. Ja. Und ja. Bla. So, also, er sagt jetzt für den anderen beiden, finish the job, also bringt es zu Ende. Nimmt diesen Son of a Bitch, also diesen Hurensohn, zum Ring und schmeißt seinen Arsch durch den Tisch. Und ich will ihn nicht mehr sehen. Und ich will nichts mehr von ihm hören. Ich will nichts mehr von ihm hören, während. Also, ich will nichts mehr von ihm hören, dass er United States Title Match haben will. Oder so. Don't you know? Ja, ja. Na, das wird ja was. Also, zum Glück gehen Tables Matches ziemlich schnell vorbei. Also, entweder verliere schnell oder ich gewinne schnell. Das ist ja das Gute. Also, ja, was heißt. Ich muss halt einfach bloß die durch den Table schmeißen. Das geht ziemlich einfach. Solange mir da keiner dazwischen funkt und das mit dem Handicap nicht so einfach. Aber wir kriegen das schon hin, denke ich. Also gleich mal ein Table suchen. Haben wir Tables? Hier sind Tables. Wir warten jetzt, bis einer rauskommt. Ach, mit Eintaggen. Das ist ja lame. Das. Ich wollte gerade. Oh. Na, ist egal. Mit Eintaggen, was ist das denn? Ja, das ist ja mal lame. Also, wir packen das jetzt hier hin und dann geht das ziemlich schnell. Wir heben nämlich einmal auf, schmeißen ihn jetzt in die Dings. Wir schmeißen jetzt in die Dings. Oh nö! Oh, das war knapp. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Low Test Press. Das heißt, wir brauchen nochmal den Tisch hier. Packen nochmal in die Ecke hier. So, jetzt aber. Oh Mann! Nochmal raus hier. Haben wir einen Tisch hier? Brauchen einen Tisch. Danke. Noch Mann, ey! Scheiß Heidenreich. Ein deutscher Name. Ich glaube, mir war so, als hätte er irgendwie deutsche Wurzeln oder so. Man weiß es nicht so genau. Bam, Samurai Driver. Dann machen wir jetzt nochmal Shiny Wizard. Zack, Low Kick und dann. Shiny Wizard! Booyah! Einmal. Dann hauen wir mal Heidenreich um. Und dann probieren wir es nochmal. Bam! Oh. Jetzt! Hey! Wir haben gewonnen! Smash! Mit dem eigenen einfachen Knie-Smash. Knie-Stoß. Gewonnen! Oh, jetzt kommt noch eine Sequenz. Interesting. Very, very interesting. Du-du-du-da. Ja, das ist eine Big Show. Oder was kommt? Oh! Chokeslam! Oh, 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 über die Seile, durch den Tisch. Einser. It's the Big Show. Okay. Na, mal gucken. Was jetzt davon zukommt. Also, wenn wir jetzt keinen Title Shot verdient haben, dann weiß ich auch nicht. Continue. What about RVD? Also, was ist mit RVD? Rob Van Dam. Rob fucking Dam. Nee, das haut er hin. Da ist er nämlich. Ja. Also, mir ist bewusst, dass Saki das Aufsehen von Big Show sehr dominiert hat. Ja, aber ich will, dass niemand vergisst, dass Mr. Thursday Night, also Mr. Dienstagabend, nee Quatsch, Donnerstagabend, auch nach dem United States Title her ist. So, ja, I'm calling you out, dude, also Big Show ruft er raus, Armageddon ist nur noch 2 Wochen entfernt und ich will ein Title Match haben.
Das reicht. Rob, du bist total verrückt, wenn du denkst, du kannst, du bist total verrückt, wenn du denkst, dass ich meinen United States Title gegen dich aufs Spiel setze. Anscheinend habe ich es verpasst, also den Teil verpasst, wo du Nummer 1 Herausforderer wurdest. Ach so, und es wäre unfair von mir, wenn